Willkommen zurück zu Dragon Quest 11 und wie versprochen machen wir hier direkt weiter. Wir sehen da unten eine rote Tür in der Nähe der Ruin von Eschenburg. Und da können wir auch hin teleportieren. Sparen wir uns den Laufweg. Ja, wie beim letzten Mal schon angekündigt, werden wir wahrscheinlich diese Folge, ja wahrscheinlich sogar nicht ganz, damit aufbringen, die Türen. Die roten Türen zu finden und auch zu öffnen, da wir die Möglichkeit ja aktuell haben. Dank des Zauberschlüssels. Und ich unbedingt wissen will, was darin ist. Und hier haben wir anscheinend auch nur eine Kiste. Aber was heißt nur? Bis jetzt war ja nur geiler Shit drin. Auf mit dir. 3 Mini-Medaillen. Ja gut, okay. Gut. Gut, gut, gut. Das war, ja, gute Ausbeute. Naja. Ich glaube, in den Ruinen von Eschenburg war keine Tür. Puerto Valor. Wir sollen in der Kriegerfeld. Also da gibt es ja auf jeden Fall eine Tür. Das weiß ich auch noch in den Ruinen. Habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Und da sollen wir wohl als nächstes hingehen. Hier haben wir eine rote Tür. Wir gehen aber erst kurz hier raus. Ich glaube, hier draußen gab es keine. Vor allem Grimalaya waren wir auch noch nicht. Das haben wir auch komplett ignoriert. Jetzt habe ich die roten Dinger nicht gesehen. Nee, gibt's nicht. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Orte, die wir bis jetzt so weit ausgelassen haben. Wird aber, denke ich mal, seinen Grund haben. Aber früher oder später werden wir wahrscheinlich eh alles aufdecken und öffnen. Wenn nicht, werde ich es spätestens erzwingen, auf jeden Fall. Hier eine große rote Tür. Mit einer Truhe, 2 Fässern. Oh, die kann man nur kaputt laufen. Okay, was hast du? Falkenohrring. Ausrüstung. Nicht für uns. Auch nicht. Hä? Bin ich dumm? Nur gerade ein Ausrüstung. Oh, Falkenohrring ist ein Messer. Für 2 Angriffe gleichzeitig aus. Holy shit. Eric, da hast du jetzt eine geile Waffe. Ist um 3 schwächer. Dafür plus 13 Charme. Und für 2 Angriffe gleichzeitig aus. Zack. Dann können wir hier das hier reinknallen. Okay, also Eric. Bin ich gespannt, wie die das animationstechnisch hinkriegen. Und auch vom Damage her. Aber not bad. Teleportieren. Wir haben... Das haben wir. Das ist direkt hier außerhalb. Sandinseln war keine. Lamentia ist als nächstes dran. Mehr brauchen wir nicht. Nautica noch. Ah, okay. Ein paar Sachen haben wir noch. Bevor wir nach Kriegerfeld gehen. Aber das zum Beispiel hat sich auch gelohnt. Das ist eine Waffe, die 2-mal angreifen kann. Holy shit. Wenn es so ein Schwert geben würde. Für unseren Helden. Das wäre halt insane. Ja, da war eine rote Tür. Wir müssen dafür aber halt ein ganzes Stück jetzt laufen.
So, da ist die Tür. Da sitzt doch wieder ein kleiner Geist. Vier Fässer und eine Truhe. Lebenssamen. Das ist schon mal worth. Eine Mini-Medaille. Ja, hat sich auch gelohnt. Nichts und... Zombie-Panzer. Der klingt nice. Ja. Holy shit. Boah, kann ich mir so ein Insgesamt-Ding angucken? Attribute. Ja, ich will eigentlich... Okay, ein bisschen langsamer. Nee. Ich will eigentlich so eine Auflistung haben, wovon ich jetzt weniger Damage kriege. Aber so scheint es nicht zu geben. Aber wir haben ziemlich viel. Ich kann auch keine Insgesamtliste mehr angucken. Ja, das ist so dumm. Aber wir haben so viele Sachen, die von Flüchen belegt werden. Aber 25, 30. Ich glaube, noch irgendwas hatten wir, oder? Oh, ne, hatten wir doch nicht. Na gut. Aber schon mal 55% ist gut. Lamentia hatten wir. Mehr brauchen wir nicht. Nautica als nächstes. Die Stadt unter Wasser. Es gab bestimmt noch die ein oder andere Insel, also letztendlich muss ich überall nochmal hin, theoretisch. Jetzt fehlt noch das hier. Horrorhorst war ja nichts. Das müssen wir uns anschauen. Mandala hatten wir. Okay, noch zwei Orte, dann kommt Kriegerfeld. Ah, ich muss aber wirklich überall nochmal hin. Oh, naja. Ja, jetzt sehen wir natürlich nicht ins Haus rein. Hier war ein Brunnen. Da gehen wir mal rein. Da weiß ich nicht, ob eine rote Tür drin war. War nicht. Dann geht's wieder nach oben. So. Dann hier rein. Kurz schauen und dann werden wir abhauen. Da ist tatsächlich eine. Hey, kleiner Geist. Ansonsten ist hier alles zugestellt. Noch eine Truhe. Nice. Akademie-Uniform. Schauen wir uns gleich mal an die Werte. Eine Mini-Medaille. Nichts. Und ein Talentsamen. Sehr gut. Und hier sogar noch eine Truhe. Blitzbrocken. Gut. Ist zum Schmieden ganz nett. Akademie-Uniform. Wer kann die denn anziehen? Sie kann das. Oh, ist ja gar nicht so bad. Chancen, dass besiegte Monster Gegenstände zurücklassen, steigt geringfügig. Dieser Gegenstand ändert das Aussehen, wenn er getragen wird. Ja gut. Magische Macht ist gerade mal minus 9. Dafür plus 12 Abwehr und 29 Charme. Das ist halt viel. Das sieht auch lustig aus. Auf jeden Fall nehmen. So, dann sind wir hier fertig. Gehen wir hier noch einmal hin. Horrorhorst hatte keine, das weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. Das heißt, wir schauen nur noch hier, sind dann somit fertig und können nach Kriegerfeld. Ah, ich hätte zum Camp. Oh, ich bin so dumm. Falsch teleportiert. Ich hätte zum Camp teleportieren müssen. Ist nicht so schlimm. Ist jetzt halt ein bisschen laufen.
So, hier ist erstmal keine gute Tür bei den Ruinen. Werden wir tatsächlich eine finden. Das sind nämlich zwei Eingänge in die Ruine. Oder zwei verschiedene Ruinen, keine Ahnung. Die eine ist aber durch eine magische Barriere verschlossen. Die eine Tür. Und die andere Tür ist eine rote Tür, die wir nur mit dem Zauberschlüssel, den wir zum Glück haben, aktuell zu öffnen. Das wollen wir jetzt natürlich machen, um eventuell noch ein bisschen was über die Story rauszufinden. Das war ja ein Tipp, den wir von Bodo bekommen haben. Oh, der Schillerzweig strahlt ein helles Leuchten aus. Eine der Kugeln muss sich in der Nähe befinden. Aha. Heißt das etwa, wir haben hier unten... Ist das die richtige Tür? Ja, oder? Ja. Haben wir hier unten etwa eine Kugel versteckt? So, ohne weiteres, die wir bekommen. Das wäre natürlich... Das wäre natürlich sehr einfach gewesen. Ah, was bist du? Ein Halsband. Dankbar in seine Tasche. Ist das jetzt ein normaler Gegenstand? Nee. Ein wichtiger Gegenstand. Ein düster und unheilvoll aussehendes Artefakt, das in den Tiefen einer Felsenschlucht gefunden werden, worden sein soll. Ein wichtiger Gegenstand. Okay. Bin mal gespannt, wann der zum Tragen kommt. Wir haben hier insgesamt 3 Truhen. Ich schaue mich aber noch ein bisschen genauer um. Nicht, dass hier noch irgendwas ist. So, 3 Truhen. Die vorderste machen wir mal ganz zum Schluss. Die hinterste meine ich. Kleidung für Königskinder. Okay. Das war Nummer 1. Ein verzauberter Stein. Und was bekommen wir jetzt in der letzten Truhe? Tatsächlich die purpurne Kugel. Juhu, wir haben es geschafft, mein Lieber. Wir haben die purpurne Kugel. Und heil ist sie auch geblieben. Wenn wir so weitermachen, haben wir im Handumdrehen den ganzen Satz beisammen. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch eine Kugel. Oder? Kann ich irgendwo nachschauen, wie viel ich schon habe? Hier, 1, 2, 3, 4, 5. Das geht ja einfach. Vor allem, die haben wir ja jetzt for free einfach geschenkt bekommen. Wobei, das war ja in Kombination mit dem magischen Schlüssel für die Quest wahrscheinlich. Ja gut, dann war es ein Aufwand auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir das. Also ich kann die andere Tür gerne nochmal zeigen. Damit ihr wisst, was ich gemeint habe. Hier ist nämlich eine Barriere. Und da haben wir keine Möglichkeit. Gut, es fehlt nur noch eine Kugel. Wo könnte unser Weg uns jetzt hinführen? Tatsächlich haben wir... mir vorhin aufgefallen, haben wir hier in Puerto Valor, da war ja dann dieser Himalaya, hieß das Ding so? Ich kann mir halt keinen Fantasienamen merken. Wo wir zum Beispiel noch nicht waren. Und logischerweise müssen wir jetzt halt noch Orte abgehen, wo wir noch nicht waren, und es gibt doch sehr viele, die wir noch gar nicht gesehen haben überhaupt, die es auch noch zu erkunden gilt. Hier, Krimalaya meine ich. Denke mal, da wir jetzt eh hier sind, können wir da mal lang gehen. Warum nicht? Noch keine Ahnung, ob das ein Ort ist, der vielleicht noch nicht erkundet werden soll. Also, dass da starke Gegner sind, die uns weghauen oder so. Das müssen wir halt in Erfahrung bringen. Auch wenn es schmerzhaft sein kann.
Außerdem geht es von hier aus noch zum... Wie heißt der Wald? Malmorwald. Lustigerweise. Ich wusste nicht, dass es da noch eine Abzweigung gab im Wald. Das heißt, da können wir eigentlich auch mal lang gehen. Hier ist ein Schild. Okay, sagt mir, wo es lang geht. Hier steht aber eine Wache davor. Also vermute ich mal, werden die uns nicht reinlassen. Die Menschen, die am Gipfel des Himalaya leben, sind eng mit dem zerstörten Königreich Eschenburg verbunden. Heliodor sind sie feindlich gesinnt. Aber ich finde das eine ziemlich blöde Einstellung. Heliodor ist schließlich das mächtigste Königreich Erdrias. Warum würde uns jemand zum Feind haben wollen? Okay, schade. Das heißt, da können wir schon mal nicht lang. Jetzt gehen wir nochmal Richtung Malmorwald. Da waren wir zwar schon mal drin. In diesem Wald. Aber ich möchte einfach nur wissen, was da... Also wie es aussieht, wenn man von hier aus reingeht. So, dann hätten wir die Sachen auch abgehakt. Malmorwald, wo sind wir? Ach, wir sind da, wo die Brücke zerstört war. Naja, da sieht man auch schon, die Truhe haben wir ja aufgemacht. Beim letzten Mal. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich gehe nochmal nach Mandala, weil ich glaube, es gab noch einen Weg. Und ansonsten heißt es dann wieder aufs Meer. Hafen anlaufen. Ah, ich wollte nicht rein in die Stadt, ich will raus. Genau, wir haben hier unten nämlich noch einen Weg. Gehen wir da nochmal lang? Auch wenn der wahrscheinlich auch nur ans Meer führt. Wir mussten hier einen Gegner töten, wenn es regnet, ne? Das glaube ich eine Nebenquest. Wenn wir schon mal da sind, warum nicht? Nice, okay, er macht jetzt drei Angriffe. Das ist nice. Eric macht jetzt drei Hits. Das ist ziemlich geil. Not bad. Geil, gefällt mir. Die Waffe hat sich auf jeden Fall gelohnt bei ihm. Er ist verwirrt, natürlich. Entwirrung. Jawohl, Bodo. So, mal schauen, ob wir jetzt das Item kriegen. 800 EP? Stein des Überlebens. Ah, hier, wetterfeste Webwaren. Haben wir gebraucht und können wir jetzt in der Stadt hier abgeben. Ach komm, wenn wir jetzt eh da sind, machen wir das auch nochmal. Weil es ja Zufall, dass es hier regnet. Weil die Gegner kommen auch nur bei Regen. Und das hat halt für die Quest gepasst. Machen wir das jetzt noch. Oh, was war das gerade? Der Typ ist, glaube ich, hier unten. Der hier ist es. Ja, gib mir einfach bitte meine Belohnung. Nur jetzt 10 Silbererz. Aber warum nicht? So, jetzt wieder raus.
Heilen wir erstmal. Gut, jetzt laufen wir runter. Ich vermute mal, wir müssen wohl übers Meer irgendwo hin. Oh, ein Funkelfleck. Gut versteckt, Platinerz sogar. Und mittlerweile haben wir alle gefunden. Hier wäre jetzt noch eine Lagerstelle. Ich benutze die mal. Ich glaube, so funktioniert es mit dem, dass es als Teleportmöglichkeit dann freigeschaltet werden kann, gegebenenfalls. Wenn nicht, war das jetzt umsonst, aber es hat auch nicht so viel Zeit gekostet. Das noch mitnehmen. Okay, es fehlt nur noch eine Kugel. Interessant auf jeden Fall. Höhle am Kap. Auch gut zu wissen, dass hier einfach gar nichts ist. Ich habe da hinten im Eck schon ein Buch gesehen. Also gar nichts wäre jetzt übertrieben. Nee, oder? Das ist ein Buch, das auch anscheinend fürs Endgame interessant ist. Okay, cool. Ja, wo wollen wir jetzt hin? So, die Sandinsel haben wir. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich jetzt Richtung Schneegebiet aufmachen. So. Mit Schneegebiet meine ich das da hinten. Da waren wir, da waren wir. Da auch. Das heißt, im Grunde genommen bleibt nur noch jetzt hier links außen rum, im Schiff weiter zu segeln zu den zwei, ich hoffe ihr seht's, diese zwei Ankermöglichkeiten. Wenn ich jetzt aber schon mal hier bin, gehe ich hier nochmal auf die Insel und schaue, ob hier noch eine rote Tür ist. Ja, komischerweise kann man hier nicht sich nicht hin teleportieren. Auf einige Inseln, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Tatsächlich gibt es eine rote Tür und eine silberne. Da die silberne uns ja gar nichts bringt. Da wir noch gar nicht wissen, wie wir die aufkriegen, nehmen wir die rote auf jeden Fall mit. Erhalten. Falkenklinge. Das ist auf jeden Fall ein Schwert. Für zwei Angriffe gleichzeitig aus. Jawohl. Und plus 5 Angriff sogar noch. Okay, das ist jetzt natürlich insane. Das ist jetzt saustark. Also mit Eric. Eric kann jetzt dreimal angreifen insgesamt. Da er aber auch zwei Waffen trägt. Boah, lustig wäre es, wenn er dieses Falkenmesser, wenn er das zweimal ausgerüstet hätte, dann greift er gleich viermal an. Das wäre lustig. So. Dann mal auf zu einem neuen Gebiet. Und es wird kalt. Und es kommen Gegner. Shit, ist das geil. Greift es auch zweimal an, wenn ich
zwei Fähigkeiten benutzen? Nee, oh, schade, dann das nicht. Wäre aber, glaube ich, auch ein bisschen zu stark. Aber das ist schon geil. Da kann man sagen, was man will, aber die Waffe ist halt... Die Waffe ist halt GG. So, wir haben hier zwei Anlegemöglichkeiten. Jetzt sieht man natürlich nicht viel. Hier war ein Königreich, glaube ich. Boah, man sieht echt nichts, ne? Ein Wikingerversteck. Ist eine Höhle. Umland von Vierenland. Aber es, man sieht jetzt schon, dass da Wege versperrt sind für uns. Da ist immer so eine Ranke. Wir werden aber hier nicht weiterkommen. Wir schauen uns das trotzdem mal an, wenn wir schon mal da sind. Und dann endet die Folge ja eh schon wieder. Und beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall das Königreich von Vierenland geben. Eine Perle. Du bist komplett drunk. Oh, man kann hier sogar durch. Ich dachte, die Tür wäre abgeschlossen. Der macht ganz viel. Schätze hier. Was haben sie hier hinten dran? Nichts. Einfach nur so viel Gold auf einen Haufen. Genauso wie hier vorne. Ein Verlies. Das ist tatsächlich sogar abgeschlossen. Geil, ein Brunnen. Na, so ein Fuzzi. Mithrilerz, nice. Oh, läuft ein kleiner Geist. Entlang. Da ist er. So, ein Funkelfleck gab es hier noch. Ist immer schön, sowas Weißes, Schnee, bisschen heller alles. Ein Strahlestein. Okay, cool. Wir gehen jetzt noch in den Brunnen. Und versuchen dann mal die Tür hier noch zu öffnen, ob die aufgeht. Machen sie mal durch. So, drei Wege wieder in diesem Brunnen, aber keine verschlossene Tür. Hier ist ein Krug. Mit nichts, okay. Krug mit nichts. Ein Funkelfleck. Wieder ein Strahlestein. Und hier war ein Bett auf jeden Fall. Schade, hier hätte man... Hätte man bestimmt gut was verstecken können. Eine Truhe zum Beispiel. Oh nö, da hat man ein bisschen gegeizt. Okay, werden wir hier trotzdem mal rasten. Wenn es hier ja schon das Bett gibt. Okay, dann können wir hier noch rausgehen. Checken jetzt noch die Tür. Rührt sich nicht. Okay. Haben sie auch clever gemacht hier mit den Tüchern, damit man nicht reinschauen kann, was da so abgeht. Gut. Das heißt, beim nächsten Mal steuern wir Vierenland an. Schauen uns da ein bisschen um in diesem Königreich, hören uns auch ein bisschen um und ja, werden eventuell rausfinden, wo sich die letzte Kugel befindet. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich auf das Schneefeld, was man hier noch ein bisschen sieht. Das war's heute von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!